0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich hörte mich gerade selbst gar nicht. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Autos. Autos, Geschichten rund um das Auto. Und ich möchte sehr gerne mit Autofanatikern sprechen, also denen das Auto das Allerwichtigste im Leben ist. Gerne auch mit, sagen wir mit Leuten, die unter Autofanatikern leiden. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die wegen und in einem Auto etwas sehr Schlimmes oder auch etwas sehr Schräges, Ungewöhnliches erlebt haben. Autogeschichten, Autos, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ich bin sehr gespannt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Andreas. Andreas ist 33. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Domian. Andreas, Thema Autos. Ja, ich habe auch so ein außergewöhnliches Auto und ich bin auch so ein Fanatiker. Aha. Ich habe so einen kleinen Opel Corsa mit 330 PS. Nein! Ja. Ein Opel Corsa mit 330 PS? Ja. Und da fliegt das Ding doch auseinander, wenn du mit dem ein bisschen schneller fährst, oder? Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich sag mal, wenn man mit so einem schweren Limousine fahren würde oder sowas, ist das natürlich ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Ne? Aber mit so einem kleinen Corsa macht das natürlich richtig Spaß. Ne? Jetzt muss ich erstmal fragen, ist das überhaupt gestattet? Darf man in so ein kleines Auto so eine starke Maschine einbauen? Man darf das, aber nur bis zu gewissen Leistungen, sag ich jetzt mal. Ne? Da ist schon. Hältst du dich im gesetzlichen Rahmen? Also ich sag mal, vom Fahrpraxis her, sagen wir mal, in der Stadt oder so fahre ich natürlich ganz ruhig. Aber wenn wir auf Autobahn sind, dann machen wir schon Programm, sag ich mal. Ne? Da, wo man es darf? Ja. Ist es TÜV abgenommen? Ja, da ist auf jeden Fall TÜV abgenommen. Ja. Ich denke gerade, so ein kleines Auto, das ist ja wirklich federleicht. Ich sag das gerade so flapsig, das fliegt weg, fliegt. Hast du eine Beherrschung überhaupt über dieses Auto? Also wir haben das Auto so gebaut, wir haben anderthalb Jahre dran gesessen. Ja. Da sind auch 17.000 Euro reingeflossen, sag ich mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist soweit so gut abgestimmt, also da kann man echt schön super mit auf Autobahn fahren. Also du auf jeden Fall, da du mit dem ganzen Ding vertraut bist. Ja, auf jeden Fall. Warum so ein Wahnsinn? Warum 17.000 Euro in einen alten, ollen Corsa investieren mit über 300 PS? Warum? Ja, da war mal so ein Kick gewesen, ne? Und ich habe so Beziehungen, mein Vater hat eine Werkstatt und sowas, da haben wir uns mal so einfach mal spontan was einfallen lassen mit Kumpels, ne? Ja, also du bist selbst so ein Tüftler, ein Autotüftler. Ja, richtig. Was bist du denn vom Beruf? Ich habe zwar Automechaniker gelernt. Ah ja, ah ja. Mein Vater hat eine Werkstatt, aber da so mit Autos nicht so boomt, sag ich mal, bin ich jetzt zurzeit bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Verstehe, aber du hast auf jeden Fall das Know-how, du weißt, wie man das macht und wie man mit Autos umgeht. Ja, richtig. Und dann habt ihr da eine gebastelt. So, hast du gerade gesagt, wie lange insgesamt das gedauert hat, bis das Auto so war, wie es jetzt ist? Hat anderthalb Jahre gedauert, ne? Ja, und äußerlich von der Karosserie in Ordnung noch, oder? Ja, sicher, tadellos. Tadellos. Ja, sämtliche Neuteile, Bleche, ach, da war richtig aufwendig. Ach so, das heißt, das ist von außen auch richtig toll gestylt. Ja. Und hat ein starkes Herz unter der Motorhaube. Auf jeden Fall. Und Sechsganggetriebe. Ne? Und Sechsganggetriebe. Ja. Was ist denn das für ein Motor, der da drin ist? Der ist ursprünglich mal auf einem Opel Calibra gewesen. Ja. Als Turbo aufgeladen. Ja. Sechsganggetriebe und 4x4 war das gewesen. Und dann musste man das modifizieren, dass das Auto dann nur noch auf, sagen wir, Fronttriebler muss ja Getriebe umgebaut werden. Ne? Das sind die Details, die wir alle nicht mehr so ganz nachvollziehen können. Aber verständlicherweise muss das natürlich alles angepasst werden. Allein schon von der Masse des Motors, ne? Der ist ja wahrscheinlich viel größer, als er eigentlich in den kleinen Corsa passt. Aber es gibt diverse Umbausätze, die kann man kaufen und dann passt der Motor rein. Achso. Hast du eine Freundin? Ja. Hast du eine Freundin? Ah ja. Was sagt die dazu? Sie fährt also überwiegend mit dem Fahrzeug. Ich eigentlich. Guck, die Mädels fahren eine heiße Sohle mit dem kleinen Corsa. Das ist ja ein Ding. Kann sie denn gut mit dem Wagen umgehen? Aber best wie ich. Die einzige Macke, die ich mal reingemacht habe, war ich sogar statt meiner Frau an der Felge. Das heißt also, da gibt es nie Eifersucht, dass deine Frau sagt, also entweder ich oder das Auto. Das sagt sie nicht. Nein, gar nicht. Sie hatte, also sagen wir mal so, sie ist
mit angesteckt bei dem Hobby hier, sag ich mal. Und hat Spaß daran, auch zu tüfteln, zu putzen, zu polieren und zu schrauben und so weiter. Ja, gut, zum Putzen und zum Schrauben bin ich für da. Die Dame lässt sich gerne lieber fahren oder fährt gerne selbst? Nee, sie fährt selbst. Ja. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, das Dolce, was mir mal passiert ist, sind wir vom Urlaub gekommen auf der A10, also von der A10, Berliner Ring, sagt ihr was? Ja, klar. Ja, und dann auf die A2, sind wir vom Urlaub zurückgekommen und das Beste, was wir erlebt haben, war gewesen, da waren wir so zufällig, sagen wir mal, so ein Porsche auf der Autobahn getroffen. Ja, ja. Und das Beste war, bei 282 ist er auf die Seite gegangen. Also, ich bin an ihm vorbeigefahren. Das war das Beste, was wir je erlebt haben. Das haben wir sogar auf Video aufgenommen, ey, da war es fein. Ich meine, da hast du den Porsche natürlich den Schock fürs Leben versetzt, ne? Als ja, kleiner Corsa mit über 200. Das Kuriose war gewesen, weil wir sind erstmal über die Autobahn geschossen. Ja. Und wo der dann Platz gemacht hat, der hat nicht mit gerechnet, dass wir an dem vorbeifahren, ne? Ja, sicher, ja. Ich spielend an dem vorbeigefahren. Und dann ging bei mir die Tankleuchte an und dann bin ich erstmal runter zur Tankstelle, ne? Ja. Jetzt war das ja beim Turbo so, wenn man den, sagen wir jetzt, auf der Autobahn gescheucht hat, darf man den nicht sofort ausschalten. Mhm. Also ist gesund. Dann stand ich da an der Zapfsäule, hab den kurz nachlaufen lassen. Und dann kam der Porsche-Fahrer auch runtergefahren, total hektisch, stieg aus, rannte um das Auto rum, hat uns total doof angeguckt, angesprochen und sagte sofort, was das für ein Auto sei. Dann haben wir erstmal gesagt, dass ein Opel Corsa ist, ne? Ja. So ein bisschen auf dem Vauxhall umgebaut, da kennt nicht jeder so, sag ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Optisch damals sieht man das nicht, dass er ein Corsa ist, ne? Also der war interessiert, der hat dich nicht irgendwie angeflaunt. Und der, ne, gar nicht, der war ganz nett und in Ordnung. Da hat der Porsche-Fahrer sich überlegt, ne, kaufe ich mir übrigens auch so einen. Naja, aber der war so durcheinander gewesen, der war so interessiert, da muss man erstmal die Haube aufreißen, da hat er sich total für interessiert, hat sich das angeguckt und... Aber jetzt nochmal die Frage, Andreas, muss man nicht ungeheuer konzentriert sein, wenn man so ein so kleines Auto so schnell fährt? Also, ja, ist anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, auf längere Zeit, ne? Weil ist ja nie, ich sag mal, ein Corsa ist klappriger wie so ein, sag ich mal, Audi A8. Natürlich, natürlich, klar. So, da muss man schon aufpassen, ne? Was hältst du denn von der allgemeinen Geschwindigkeit 130 auf der Autobahn? Boah, ich sag, also, es gibt diverse Stellen, sag ich mal, ne? Wo man schnell fahren sein lassen sollte. Ja. Ist schon richtig. An diversen Stellen wirklich. Also generelles Tempolimit wärst du nicht für? Nee, da bin ich nicht für. Wirklich nicht. Aber mit Autofahren auch keinen Spaß mehr machen. Ach, Quatsch. Ach, weißt du, das sind immer so Diskussionen. Ich bin dafür für 130, obwohl ich auch keine schnell fahre. Weißt du, das ist nur ein deutsches Gerede. Fast alle Länder um uns herum, einschließlich der großen Vereinigten Staaten von Amerika, haben auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung und es funktioniert. Ja. Aber ist ja gar nicht unser Thema. Ich wollte ja mit dir eigentlich über dein Auto reden. Was ich dich gerade noch fragen wollte, was für einen Wert hat dieses Auto jetzt so, nach all dem, was du da an Arbeit und Herzblut auch reingesteckt hast? Also zurzeit, ich habe mit dem Gutachter gesprochen, da kriege ich jetzt auch bald schriftlich. Ja. Aber es geht jetzt von aus, dass es ungefähr von 20.000 Euro sind. Aber die Frage ist ja nur, wenn man ein Auto verkaufen will, ob man da Geld dafür kriegt. Das ist die Frage. Ja, ja, klar. Ja, ja. Da ist ja so viel Idealismus da drin, den man gar nicht bezahlen kann. Ja, genau. Ja. Weil die lieber selber fahren. Also, ich weiß demnächst, wenn irgendwas unglaublich Kleines auf der Autobahn in mir vorbei saust und ich das in der Ferne so ein bisschen identifizieren kann als Opel Corsa, das bist du. Das könnte sein, ja. Gut, es fahren ja auch nur, ich sag mal, ich kenne noch mehrere diverse Leute, die fahren auch solche kleinen Autos, sogar mit mehr Leistung, sagen wir, mit 450 PS. Unfassbar, unfassbar. Ja. Naja, ist halt auch dein Hobby, ne, an dem Auto so zu schrauben. Ja, macht Spaß, ne. Aber wirklich. Ja, danke für den Anruf, Andreas. Gute und gute Grüße, nette Grüße an deine Freundin. Jo, mach ich. Tschüss. Jo, tschüss. Hat man so einen kleinen Wackler in der Leitung, ne? Ich war immer so ein paar Sekunden, 10 Sekunden weg. Na, aber wir haben es auch gut verstanden. Hier ist Henning. Henning ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, eine etwas bessere Leitung. Henning, auch zum Thema Autos angerufen. Warum? Ja, aber im Gegensatz zu wahrscheinlich allen anderen, die heute anrufen werden, ja? Ist mein Auto nicht tiefer, härter, breiter, sondern für mich eine Zuflucht. Eine Zuflucht? Ja. Weil ich habe vor 14 Jahren irgendwie so einen Zusammenbruch erlitten. Und wenn ich kurz ausholen darf.
Was ist das für ein Zusammenbruch gewesen? Ich war mit einem Bekannten im Freibad. Mhm. Und da sagt er, ah, guck mal, du hast Wespenstiche am Hals. Sag ich, ja, geht ja wohl. Oder waren drei Entschuldigung, sechs Wespenstiche? Ja, ja. Mhm, ja. Und am nächsten Tag waren wir wieder schwimmen und dann waren es irgendwie der ganze Hals voll. Ja, Moment mal, du hast sechs Wespenstiche am Hals und gehst einfach nach Hause? Und ja. Hast nichts gemacht? Nee. Ist ja Wahnsinn. Ein Wespenstich ist doch schon manchmal die Hölle, wenn man den irgendwo hat. Aber egal, erzähl erst mal weiter. Ja, und dann bin ich zum Notarzt gegangen, und weil es wurde am Freitag mehr. Ja. Der ganze Hals war dick, ja, Cortison gespritzt, und Tabletten. Hm. Und dann war ich wieder beim Notarzt, weil es mehr wurde. Und dann habe ich am Samstag noch Tabletten verschrieben bekommen. Und die, nochmal, um es richtig einzuordnen, die Stiche hast du dir an einem Donnerstag geholt oder am Freitag? Am Donnerstag. Am Donnerstag. Und jetzt sind wir schon am Samstag in der Erzählung. Domian ist 14 Jahre her. Ja, ja, klar. Hm. Ja? Ja. Und dann noch Tabletten verschrieben bekommen und die letzten habe ich dann am Sonntag darauf genommen. Ja. War so im August 94. Ja. Und dann habe ich zusammengeklappt. Aufgrund der Medikamente und der Stiche? Ich denke mal, aufgrund der letzten Tablette, die ich genommen habe. Also ja, und was heißt zusammengeklappt? Zusammengeklappt heißt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe die Sonne gesehen, so ein helles Licht. Mhm. Also quasi, wie ich mir vorstelle, wenn man so aus dem Leben geht oder so. Mhm. Also ein Totalzusammenbruch. Wie lange hat der angehalten? Der hat eigentlich nur 10 Minuten angehalten. Ja. Und was hat daraus gefolgt und was war danach? Ja, daraus folgt, dass ich eigentlich seitdem nicht mehr normal leben kann. Was heißt das? Warum nicht? Weil ich immer die Angst habe, dass es wieder passiert. Ach so, du bist eigentlich körperlich wieder fit? Ich bin körperlich fit. Hast aber eine neurotisch-hysterische Angst vor Insekten oder vor Wespen? Nee, gar nicht vor Insekten. Aber das, was wieder passiert. Was wieder passiert? Der Zusammenbruch oder die Stiche? Nein, der Zusammenbruch. Ach so. Aber das war doch erklärbar, warum der Zusammenbruch gekommen war. Das ist doch eigentlich erklärbar, wie du es gerade auch schon gesagt hast, aufgrund der Medikamente. Ja, ich habe ja auch gesagt, auch deinen Kollegen im Vorgespräch, es ist rational nicht erklärbar. Ja. Es macht keinen Sinn. Ja. Okay, dann sag mir mal, inwiefern, wir halten mal fest, du hast seitdem eine große Angst, dass das nochmal passieren könnte. Ja. Und inwiefern ist das Auto dann ein Zufluchtsort für dich? Ja, auch das macht keinen Sinn. Aber ich denke mal, wenn ich im Auto sitze, also ich habe einen alten Omega, aber der ist groß, da habe ich Platz drin und ich habe mittlerweile ein Medikament, das mich ruhig stellen würde, was ich damals auch gespritzt bekommen habe. Ja. Und du wiegst dich also in Sicherheit, wenn du in dem Auto sitzt, also ja. Ist irrational, ist mir schon klar, aber dann hast du das Gefühl, da kann dir das nicht passieren. Oder wie? Es kann mir schon passieren, aber ich fühle mich da trotzdem irgendwie sicher. Also ich habe auch ein schlechtes Gefühl, habe ich gerade den Kollegen, wie gesagt, ich habe mal so Schwierigkeiten zu laufen, meine Beine tragen mich nicht mehr. Also ich stehe teilweise irgendwie an der Bank, an der Kasse oder sonst wo, und meine Beine fangen an zu zittern wie verrückt. Das hast du auch manchmal? Ja. Ja. Aber du bist körperlich gesund? Eigentlich schon, ja. Ja, jetzt erklär mir mal, du hast das Gefühl, in dem Auto passiert ja das nicht mehr. Hast du das Gefühl, nur wenn du im Auto sitzt und das Auto steht, oder auch wenn das Auto fährt, fühlst du dich sicher in dem Auto? Ich fühle mich sicher in dem Auto, obwohl ich auch mittlerweile, also ich sag mal so, ich bin EDV-Lehrer. Nee, gib mir mal eine Antwort. Fühlst du dich auch sicher, wenn das Auto fährt? Weite Strecken nicht mehr. Bitte? Weite Strecken nicht mehr. Weite nicht mehr. Aha. Denn diesen Zusammenbruch, den könntest du rein theoretisch ja auch während der Autofahrt kriegen. Und dann ist es ja noch schlimmer, als wenn du ihn kriegst, wenn du unterwegs zu Fuß bist. Ich weiß, Domian, es macht rational und relativ gesehen keinen Sinn. Ja. Das ist so. Aber wenn du sagst, das Auto ist für mich ein Zufluchtsort, hört sich das ja schon etwas dramatisch an. Heißt das, dass du wirklich sehr viel im Auto bist und viel rumfährst oder sitzt im Auto? Nee, im Gegenteil.
aber ich muss das Gefühl haben, dass ich das Auto vor der Tür stehen lange haben, weil im Notfall, auch das macht keinen Sinn, aber ich kann im Notfall irgendwo hinfahren, zum Arzt oder so. Das wäre irre. Und das hast du jetzt seit 14 Jahren, solche Gedanken, solche Empfindungen. Das ist eine Neurose. Das ist eine Angst, Neurose. Das ist was Neurotisches, ja, stimmt. Ja. Bist du behandelt worden? Nee, ich war so bei 5 Psychotherapeuten, ja, die also ein goldenes Klingelschild in der Tür hatten. Hat nichts gebracht? Nee, also, ja, Herr Eickerling, Sie machen alles, gut. Wir machen alles richtig und hier haben Sie noch eine CD zum Entspannen und schönen Tag noch. Ja. Was bei den falschen Leuten? Leidest du darunter, dass du dieses neurotische Verhalten hast oder hast du dich damit arrangiert? Nee. Ich kann nicht arbeiten, ich kann meine Freizeit nicht gestalten, ich kann nicht mehr Motorrad fahren. Ach so, du kannst nicht arbeiten, du kannst deshalb nicht arbeiten? Nee, weil ich habe vor 2 Jahren noch in einer großen Firma gearbeitet, in einer IT-Abteilung. Mhm. Und es sind nur, ich sag mal über den Daumen, 500 Meter bis zum Eingang. Mhm. Das traue ich mir heute nicht mehr zu laufen, weil meine Beine wackeln. Ja, und hast du eine Erklärung, warum dieses Auto für dich so ein Schutzort ist? Ist es das, weil du dann mobil bist in dem Auto und dann zum Krankenhaus fahren könntest? Ist es das als Erklärung? Ja, es ist eine graue Theorie. Ist mir völlig klar, aber ich will ja nur wissen, wie du funktionierst. Ja. Ah ja. Das ist der Hintergedanke. Wenn was passiert, kann ich mich ins Auto setzen und fahre zum Arzt oder so. Ja. Aber Henning, das ist ja nun wirklich ein sehr pathologischer Zustand, den du da beschreibst. Ja, natürlich. Aber der muss behandelt werden. Da musst du dich unbedingt in gute professionelle Hände begeben. Ja, das Problem, Domian, ist aber die guten professionellen Helden musst du erstmal finden. Die musst du erstmal finden, das ist mir schon klar. Das ist völlig richtig, klar. Aber die muss man auch suchen. Ja, ich suche seit 10 Jahren. Weil wenn du jetzt schon nicht mehr arbeiten kannst, ist das Ganze ja nur wirklich alles andere mehr als nur noch eine Marotte oder ein Spaß, sondern es ist ja wirklich sehr ernst und greift tief in dein Leben ein. Ja, absolut. Schneidet mein Leben ein, ohne Ende. Ohne Ende. Henning, also ich weiß, dass das ein schwieriges Unterfangen ist, immer den richtigen Spezialisten zu finden. Das ist ja bei Medizinern genauso schwierig. Eben, genau. Muss man sich immer Hilfe holen und von Leuten beraten lassen, die so ein bisschen Ahnung haben. Ich möchte, dass wir dich jetzt im Hintergrund, soweit das unsere Möglichkeiten zulassen, beraten. Das heißt, meine Psychologin wird dich anrufen, ihr könnt in Ruhe darüber sprechen, was du tun könntest. Das wäre sehr nett. Ist immerhin ein neuer Ansatz, den du vielleicht mal greifen kannst und dann musst du sehen, wie es weitergeht. Ja, ich hatte eigentlich einen Mensch des Vertrauens gefunden, der ist nicht Psychotherapeut, sondern Facharzt. Erstmal ist er Dr. Med. Ja. Zweitens ist er Facharzt für psychotherapeutische Medizin, ja, und Psychoanalyse. Ja. Ja, klingt ja schon ganz gut. Der macht aber leider in 3 Monaten seine Praxis zu. Ja, sowas ist ja ganz, ganz ärgerlich, wenn man jemanden gefunden hat, dem man vertraut und wenn das dann so kommt. Ja. Wir werden dich zurückrufen. Das heißt, Sabine ruft dich zurück, Henning. Und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können und wünsche dir wirklich alles Gute und gute Besserung vor allen Dingen. Und ich danke dir. Mach weiter so. Dankeschön, Henning. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Autos, Geschichten rund um das Auto. Ich möchte gerne mit Autofanatikern reden, hatten wir gerade schon den Andreas, die also ihre ganze Freizeit, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Geld auch in die Autos hineinpumpen. Vielleicht auch mit Leuten, denen das ziemlich auf die Nerven geht. Vielleicht seid ihr gerade mit jemandem zusammen, befreundet oder verheiratet, der nur das Auto im Kopf hat. Und ich frage euch, was habt ihr schon in und wegen eines Autos schon erlebt an traurigen Sachen oder vielleicht auch an sehr ungewöhnlichen oder schrägen Sachen. 0800 220 5050. Ulrich ist hier. Ulrich ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ulrich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, deswegen habe ich mich gemeldet, weil es hier ja nun um das geht, was uns alle ein bisschen fasziniert, die hier anrufen. Viele, ja, genau. Genau. Ja. Das Auto. Ja, das Auto. Ja. Die schwarzen und die sonnigen Seiten. Ja, über welche Seiten möchtest du erzählen? Eigentlich lieber über die sonnigen Seiten. Aha, ja. Leg mal los. Über die Faszination, die das Automobil ausübt, auch auf Leute,
die das nicht unbedingt zugeben wollen. Ist das in deinem Fall so? Bitte? Ist das in deinem Fall so? Nein, ich gehe damit ganz offen um. Und du bist ja fasziniert von Autos. Ja, auch von Motorrädern, eigentlich auch von Booten und Flugzeugen. Also ja. Alles, was sich mit Motoren antreiben lässt, im Wesentlichen. Um auf deine Anmoderation zurückzukommen, trotz der großen Faszination und Bedeutung, die für mich ein Auto oder auch ein Motorrad im Leben hat, alles sicher nicht. Man gibt nicht den letzten Pfennig dafür aus und man hat auch noch eine oder mehrere andere Interessen. Ja. Zumindest ist das in meinem Falle so. Also ein großer Autoliebhaber, aber kein wirklicher fundamentalistischer Fanatiker, so nur auch nicht. Ja, nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Also, was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen sogenannten Hohenester, das werden wenige kennen. Kenne ich auch nicht. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Audi, der sich selbstständig gemacht hat mit einem Tuningbetrieb. Selber eingetragen ist als Hersteller beim Kraftfahrtbundesamt. Ja. Er nimmt aber Audis als Basis. Das heißt, in meinem Falle ist das mal ein Audi 80 gewesen, bevor es ein Hohenester wurde. Ja. Wie teuer ist so ein Hohenes, heißen die? Hohenester. Hohenester. Wie teuer ist der gewesen? Der hat damals 950.000 D-Mark. 950.000 D-Mark? Ja. Auf der Basis eines Audi 80? Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine. Ist das Luxus oder warum ist der so teuer? Das ist Luxus, das ist die Technik und das Know-how, das da reinfließt. Und die Autos machen natürlich auch die Abnahmeverfahren, die jeweils von einem Hersteller zu erledigen sind, teuer. Also, das Ganze muss ja dann vom Kraftfahrtbundesamt abgenommen sein, bevor das für die Straße zugelassen wird. Das ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Waren das 150.000 Euro oder 150.000 Mark? D-Mark. D-Mark, na immerhin, D-Mark. Immerhin. Ja, das war aber 1994, das Auto ist Baujahr 1994. Den fährst du immer noch? Den fahre ich heute noch mit großer Freude, ja. Ja. Bist du ein wohlhabender Mann? Nein, würde ich nicht sagen. Nein, das ist schon so, dass da einiges vom Ersparten hinzugegangen ist. Ja. Was macht die Faszination gerade aus, was diesen Typ betrifft, der nun sehr ungewöhnlich ist? Ja, das ist der Vierradantrieb in Verbindung mit der hohen Leistung. Die Audis waren damals in der DTM sehr schnell in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, in der V8-Version. Ja. Insbesondere dann, wenn es nass war. Der Quattro-Antrieb ist eigentlich ein ideales Antriebskonzept. Das hat mir auch der Walter Röhrl mal gesagt. Er sagt, du hast in deinem Auto einen der besten Motoren, die ich kenne. Und alles andere als Quattro ist eine Notlösung im Antriebsbereich. Jedenfalls. Ja, ich mag schon, sehr, sehr Insider. Ja, also ich mag schon. Ich kann da gar nicht mithalten. Das würde jetzt dann zu fachspezifisch werden, wenn ich denn mithalten könnte. Aber du bist auch so, du hast gerade gesagt, das ist für dich nicht unbedingt Nummer eins. Hast du eine Frau, ein Kind, eine Freundin oder sowas? Ich war in einer sehr glücklichen, festen Beziehung und habe aber meine Frau im letzten November verloren. Verloren heißt, sie hat sich getrennt? Nein, sie ist gestorben. Sie ist gestorben. Ja. Ah, ja, das tut mir leid, ja. 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 Und aber diesen Spaß mit dem Auto hat deine Frau dann auch geteilt mit dir oder gab es da auch schon mal Spannungen? Spannungen gab es keine. Sie hat es immer toleriert. Ja. Wobei, wenn ich da eine spitze Bemerkung machen darf, das war ihr Beruf. Sie war Psychotherapeutin. Ach so. Da gehörte das Tolerante gehörte zur Berufsehre. Aber das war nicht der Grund. Also sie hat es akzeptiert, dass bei mir die Uhren so gingen. Was machst du denn vom Beruf? Ich war selbstständig mit einem Textilimport, habe das aber abgeschlossen, das Geschäft, vor einiger Zeit. Und bist jetzt Privatier? Ja, so ist es. Ja. Dieses Auto, was du da fährst, musst du da sehr viel Geld immer reinpumpen, damit das so auf der Höhe der Zeit bleibt? Im Moment zum Glück nicht. Das Auto ist zum einen extrem zuverlässig. Die Hohenester-Fahrzeuge sind für hohe Qualität bekannt. Ja. Und das stimmt in meinem Falle auch, obwohl ich das Auto fast ausschließlich auf der Nürburgring-Nordschleife fahre, wo die Belastung für das Material sehr hoch sind. Ach so, du fährst den gar nicht im Alltag? Nein, eigentlich ist das Auto nur für die Nordschleife. Ach so, deshalb ist mir das auch so überhaupt nicht bekannt. Aber rein theoretisch könntest du mit dem mal einkaufen fahren. Der ist Straßen zugelassen, das muss ja auch sein. Ach so. Da man sonst zu den sogenannten Touristenfahrten auf die Nordschleife nicht kommt. Voraussetzungen, zugelassenes Fahrzeug. Ja. Früher ging das mit roter Nummer, das ist heute nur noch in Ausnahmefällen durch die Nürburgring GmbH genehmigt. Ja. Hast du denn auch ein Auto für normale Zeiten? Ja,
Nämlich? Ja, eigentlich hatte ich mehrere bis zu meinem Unfall. Ich hatte auch einen Audi Avant Quattro mit demselben Motor im Übrigen wie in dem Hohenester. Ja. Dann hatte ich einen kleinen Honda Civic noch von meiner Mutter gehabt. Ja. Und den habe ich auch mit großer Begeisterung auf der Nahtschlage gefahren. Der war zwar nicht so schnell, aber der kostete dafür kein Geld. Also ich merke, das ist aber schon ein Autofreak bist du aber schon. Ja. Also ganz aktuell, wie viele Autos gehören dir? Jetzt im Moment noch 2 oder 3. Den Honda habe ich also im Zuge dieses Unfallgeschehens dann verschrottet, ja, weil der war so weit. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich noch den Hohenester, den Audi Avant und ein kleines BMW Cabriolet von meiner Frau. Ach so, das hast du aber jetzt verkauft. Das bin ich im Begriff zu verkaufen. Ja. Wenn man sich so intensiv mit Autos beschäftigt, wie offensichtlich du und der auch sehr viel Geld da schon reingepumpt hat, gibt es ein Traumauto für dich noch, von dem du sagst, das würde ich gerne fahren? Ich habe den Lamborghini Gallardo gefahren und fand, der war von der Leistung und vom Fahrverhalten das Auto, das eigentlich meinen Hohenester, der im Übrigen den Beinamen trägt, die gelbe Sau. So. Weil der Hohenester gesagt hat, als er das Auto gebaut hat, er hat es für sich damals gebaut, ja. Der geht wie Sau. Ah, ja. Und ja. Damals war das Auto weiß, heute ist es gelb und deswegen heißt es bei uns im Freundeskreis die gelbe Sau. Kannst du für dich so sagen, was generell die Faszination Auto bei dir ausmacht? Nein. Nee. Nein, ich glaube, ich habe das in Genen oder im Blut oder sonst wo oder im Bauch im Wesentlichen. Das war von klein auf so. Und wo solche Faszination herkommt oder solche Sucht herkommt oder auch Liebe herkommt, wer will das erklären? Ich kann es nicht. Also Lamborghini wäre schon noch ein Schritt nach vorne. Den würde ich gerne privat fahren, wenngleich die Möglichkeiten etwas üppiger wären, würde ich dazu noch den neuen Hohenester kaufen, der als Nachfolger von meinem jetzt vor 1-2 Jahren auf den Markt gekommen ist. Ah ja. Und der geht mit 650 PS ein Stückchen besser als mein. Was würde der kosten heute? Der würde heute 150.000 Euro kosten. Euro kosten? Ja. Boah, das sind ja Summen, das ist ja unglaublich. Auf Basis des Audi A3. Da können manche Menschen ihr ganzes Leben oder viele Jahrzehnte oder 10 Jahre von leben. Ach ja, die fahren... Naja, so lange nicht, aber... Oder die Stange liegt eigentlich auch für manche Leute noch viel höher. Es ist heute überhaupt kein Problem, 500.000, 1 Million oder auch 1,5 Millionen oder auch mehr für ein Auto auszugeben. Weißt du, das geht alles. Ja, das glaube ich schon. Also mich wundert das immer total, wenn ich so über unsere deutschen Straßen gehe, was für fette Schlitten überall rumfahren. Ja. Autos, die ab 70, 80, 90.000 aufwärts gehen. Ja. Wie können die Leute sich das leisten? Ich finde das ganz toll, wenn es so ist, weil das ein Zeichen dafür ist, dass es der Wirtschaft gut geht. Schlimm wäre es, wenn die Autos weg wären und man sie nicht mehr sähe und die Arbeitslosigkeit dementsprechend höher wäre. Ja gut, aber... Die kleinen und mittleren Betriebe Schwierigkeiten hätten, ihren Chefs solche Dinge zu erlauben. Okay, oder ist es ein Zeichen dessen, dass wir immer mehr reichere Leute haben, die sich diese Wahnsinnsschlitten leisten können und die eher Normalverdiener können davon ihr Leben lang nur träumen? So wird es sein. Wer kann sich einen Porsche Cayenne oder Touareg oder wie sie alle heißen, leisten? Das ist doch alles unmöglich. Ich würde es umgekehrt sehen. Also noch nie war es so leicht, für den Geringverdiener an tolle Autos dran zu kommen. Ich glaube, wir haben hier auch in der Sendung schon derartige Beispiele gehört. Und ich habe das an dem Nürburgring immer wieder gesehen, eigentlich bei jedem Besuch. Da sind, ich sag mal, die Superreichen, die mit den tollsten Autos der Welt dort anrücken. Mhm. Da ist aber auch der Kfz-Lehrling, der sich seinen Polo vom Mund abgespart hat. Mhm. Wie das im Übrigen auch ist, da ist mancher Handwerker, der einen Ferrari fährt und eben einen Großteil dessen, was er zur Verfügung hat, in dieses Auto investiert, weil es halt seine große Leidenschaft ist. Das aber ist es ist also irre. Ich war jetzt vorige Woche hier in Köln in einem Mercedes-Präsentationshaus. Ja. Und da stand dann auch ein funkelnagelneuer Maybach. Ja, ich kenne die Autos. Dieses Auto kostete 390.000 Euro. Ja. Das ist unfassbar. Wenn man sich reinsetzt, muss man sich fragen, ob man eine gerne hätte und ob man das Geld zusammenkriegt dafür. Da durfte man sich gar nicht reinsetzen, der war richtig abgegrenzt, der Wagen, es ist wirklich wahr. Ja, es ist allerdings auch von der Technik her, von der Ästhetik her, faszinierend, finde ich. Ich finde es pervers auf der einen Seite, auf der anderen Seite fasziniert es mich auch total und ich gucke mir sowas auch gerne an und interessiere mich dafür. Ja. Lieber Ulrich, danke für das Gespräch, war sehr, sehr interessant und... alles Gute beim Autofahren. Ja, dir auch bei deiner Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
Hier ist Heidi, 56. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Jo. Über was reden wir? Über welche Autogeschichte? Über einen Mitsubishi Montero. Über Mitsubishi Montero, wie sieht denn der aus? Der sieht aus wie der Mitsubishi Pajero. Das ist ein Geländewagen. Ein fetter... In Amerika heißt der Montero. Ah ja, und fährst du den? Ja, ich habe mir meinen lebenslangen Traum verwirklicht und bin den Panamerican Highway runtergefahren von Alaska bis Feuerland. Wow. Alleine. Mit einem solchen Auto? Mit dem. Den habe ich. Spektakulär. Den habe ich mir da unten gekauft, weil das mein Traum immer war. Ja. Ja, und da bin ich losgefahren. Alleine? Alleine. Wann? Das war vor 3 Jahren. Wahnsinn. Das wäre auch mal ein Traum von mir, so das zu machen. Ehrlich? Ja, absolut, absolut. Das kann ich nur sagen, mach das. Finde ich, du gestartet bist du wo? In Anchorage, Alaska. In Anchorage, Alaska und das Ziel war dann genau? Das war unten Ushuaia in Feuerland. Wahnsinn. Wie lange hast du gebraucht? Also ich habe 6 Monate dafür gebraucht. Ja. Eigentlich wollte ich ein Jahr da unten bleiben. Ja. Und dann hatte ich noch keine Lust nach Hause und Geld war auch noch nicht alle. Ja. Und dann bin ich umgedreht und bin noch durch alle Länder Südamerikas gefahren. Das ist aber mutig. Auf dem Trail da von Guyana nach Brasilien, habe im Urwald geschlafen, war auf dem Amazonas. Und dann mit so einem doch sehr fetten, teuren Auto. Ja. Und als Frau alleine. Jo. Hast du da nicht irre Angst gehabt, dass du überfallen wirst? Nee, ich hatte keine Zeit, weil ich musste aufpassen zu fahren. Wie viele Kilometer bist du insgesamt gefahren? Also die Panamericana ist 30.000 Kilometer. Ja. Und die andere Strecke, also ich bin ungefähr so 90.000 Kilometer gefahren. Wahnsinn, Wahnsinn. Also von oben nach unten über den gesamten amerikanischen Kontinent und dann wieder zurück ein Stück. Ja, praktisch nochmal ziemlich zurück. Bis Französisch-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, und Kolumbien. Jetzt kriegen wir natürlich, würde natürlich jeder Autotester jetzt große Ohren kriegen. Ich hoffe es doch. Wie hat das Auto das durchgestanden? Ganz toll. Ganz toll. Also die Panamerikaner, da hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Wagen. Ja. In Peru habe ich ihn mal zum Durchchecken gegeben und die haben da nichts weiter gefunden. Mhm. Und nachher kamen so Kleinigkeiten nicht, aber Verschleißerscheinungen wie die Bremsbacken, die waren platt gefahren. Okay, das ist ja normal. Ja, ja, sowas. Aber ja, keine Probleme mit dem Keine Auto. Großen Pannen. Nein, ich habe echt Glück gehabt. Und du kannst ja mitten, wenn du in Brasilien im Regenwald bist, ja auch nicht den ADC anrufen. Nee. Das geht dann ja auch nicht. Was hättest du denn gemacht, wenn du mitten in der Pampa eine Autopanne gehabt hättest? Das hatte ich mal. Das war in Brasilien da oben. Das war so eine Art Wüste. Mhm. Da hatte ich dann eine Panne und dann bin ich so lange gelaufen, bis ich jemanden getroffen habe. Und die haben dann so einen Toyota-Geländewagen geholt. Ja. Und der hat mich dann da rausgezogen. Ja. Und das war dann so ein ganz kleines Dorf. Und da hatten sie natürlich nicht die Ersatzteile. Ja. Ja, und dann musste ich da eine Woche bleiben. Bis die dann angeliefert wurden. Ja, die haben sich da sowas so gebastelt. Was für eine tolle Reise, Heidi. Das war auch. Tolle Aktion. Das war einmalig. 6 Monate warst du unterwegs. Also, nee, 15 Monate. Also du wolltest 6 Monate. Also 6 Monate Panamerikaner. Und dann insgesamt 15 Monate. Insgesamt 15 Monate. Also weit über ein Jahr. Genau. Ist natürlich eine tolle Sache, aber da fragt man sich gleich, wie kann Heidi sich das leisten, zeitlich und finanziell? Also finanziell, ich fahre zur See. Du fährst zur See? Das wird ja immer doller. Bist du Matrosin oder was? Nein, Zahlmeister. Was ist das? Also Crewpurser. Also ich bin praktisch verantwortlich für die Besatzung, Auszahlung, Abfertigung in den Häfen. An Bord eines Passagierschiffes oder eines Frachters? Nee, Passagierschiff. Ach so. Mhm. Was für ein ungewöhnlicher Beruf, habe ich auch noch nie gehört. Doch, ich war in der Bank 11 Jahre und dann habe ich gedacht, so, und das soll alles mit deinem Leben gewesen sein? Aber dann bist du auch eine unternehmenslustige und mutige Frau. Ja. Wenn du solche, wie alt warst du, als du in diesen See? Job da gegangen? War ich 30. 30. Hast du gedacht, nee, also das kann es nicht sein, das ganze Leben lang so zu arbeiten, ich will noch was erleben. Genau, dann habe ich aufgehört und dann bin ich aufs Schiff gegangen und ich bereue das bis heute nicht. Und wo bist du jetzt gerade im Moment? Jetzt bin ich im Moment zu Hause. Hast du Urlaub oder frei? Ich habe im Moment frei und warte auf ein neues Schiff. Ach so. So, das heißt, dadurch konntest du dir so ein Zeitfenster rausschälen von 15 Monaten. Genau. Und das ging dann. Also musstest nicht extra Urlaub beantragen. Nee. Oder? Weil man hat immer Verträge. Ja. Und das sind so 6 Monate und da kann man sagen, okay, ich nehme eine Auszeit. Ah, so, verstehe. Und du hattest dir das Geld gespart dafür.
Ja, das habe ich mir gespart, verdient. Ja, in all den... Dann habe ich gesagt, mitnehmen kann ich sowieso nichts. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Wie viel Geld hat diese lange Tour gekostet? Was hat das gekostet? So über den Daumen. Also ungefähr so 30.000 bis 40.000 Euro. Mhm. Mit Auto. Mit Auto. Und das Auto hast du aber wahrscheinlich dann danach wieder verkauft, ne? Nee, konnte ich nicht. Nee. Ich konnte mich von dem nicht mehr trennen, weil das war mein bester Freund nachher. Wie, und den hast du dann überführen lassen nach Deutschland? Nee, den habe ich, ich bin 8 Tage auf dem Nebenarm von Amazonas runtergefahren, auf dem Rio Madeira. Und da habe ich so Truckfahrer kennengelernt. Ja. Und die sagten, ja, lass ihn doch bei uns stehen. Ja. Und er sagte, ja, mein Vater wohnt in Paraguay, direkt an der Grenze zu Brasilien. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, verkaufen will ich ihn sowieso nicht. Und dann habe ich ihn da abgestellt. Und da steht er immer noch? Ja. Das heißt, wenn du mal wieder runterkommst, steht da dein Auto? Genau, und dann fahre ich weiter. Ist das geplant? Das ist geplant, wann? Für wann? Also ich denke mal, so nächstes Jahr werde ich wieder runterfahren. Sensationell, wirklich. Also wenn man erstmal so ein Auto gefahren hat, du kannst ihn nicht verkaufen. Ja, das glaube ich auch. Die sind dann zu belastet, ne? Und die Leute sagen, der ist zu beansprucht, der Wagen. Gar nicht. Also vom da unten kann man ihn schon verkaufen, aber man kann sich nicht mehr von ihm trennen. Ach so, du meinst, du kannst es von mir aus gehen, weil der, kann ich auch verstehen. Wenn man so eine wahnsinnige Reise gemacht hat, wird so ein Auto ja so etwas wie so ein Partner, ne? Für einen. Ja. Und ich habe unheimlich Glück mit dem Auto gehabt, weil er ist wirklich sehr strapazierfähig. Das ist eine Bombenwerbung jetzt für das Auto, für diese Marke. Ja, ist es auch. Also ich kann da voll hinterstehen. Ich dachte immer, am strapazierfähigsten seien diese Toyota-Geländewagen. Toyota ist noch eine Klasse besser, aber das war zu teuer. Ja, die sind da noch ein bisschen teuer. Hast du Familie? Nee, ne? Das geht ja gar nicht. Nö. Nee, bist alleinstehend, also Single. Solotänzerin. 56 Jahre und solche tollen Sachen. Also was ich daran wirklich bewundere, ist dein Mut. Ich war auch zweimal schon in Südamerika und weiß, was für ein heißes Pflaster das ist. Ja, ich weiß. Und da als Frau alleine und dann noch mit so einem doch wertvollen Auto, was man sofort, das hätte man dir ja wegnehmen können. Und du hattest dein Geld, deine Schecks bei dir oder was weiß ich. Das ist schon mutig, finde ich toll. Ja, aber ich habe die ganze Zeit, also wo ich gefahren bin, ich habe keine Probleme gehabt irgendwie. Niemand wollte mich überfallen, nichts. Ja. Ich meine, ich habe mir so eine grüne Kampfmütze gekauft und eine Sonnenbrille in Kolumbien, dass ich mich nicht erkenne. Aber ich habe... Wie, dass sie dich nicht erkennen? Wie sollten sie dich erkennen? Also, dass sie als Frau erkennen? Dass ich eine Frau bin, also. Dass ich nicht aus Südamerika komme. Gut, sie haben das an meinem Alaska-Nummernschild nachher gemerkt, aber jedenfalls habe ich das so gemacht und ich habe es geschafft, obwohl da hatte ich wirklich manchmal Schiss. Ja, ja. Ich hätte auch Angst an einer Stelle gehabt, den Wagen nachts irgendwo zu parken, wenn man in ein Hotel geht oder wo auch immer, morgens wäre er weg. Also ich habe immer versucht, dass ich den unterstellen kann. Ah, ja. Also dass er so nicht mitten in der Wildnis steht. Ja. Zum Beispiel, als ich da in den Kordilleren war, da über 4000 Meter Höhe, da hätte ich zwar ein Bett gekriegt, aber mein Auto nicht. Verstehe. Da kriegt man irgendwie so eine Routine, dass man das alles bedenkt, ne? Dass man so Kleinigkeiten bedenkt, das Auto muss untergestellt sein und eine gewisse Sicherheit haben. Eben. Ja. Und vor allen Dingen, man muss ja auch aufpassen, zum Beispiel so mit Anhaltern habe ich nie mitgenommen. Niemals? Nee. Nee, weil das so gefährlich ist. Das ist hast du denn auf dieser weiten Reise dennoch vielleicht interessante Leute kennengelernt? Oder warst nicht du so viele, weil da, wo ich längst gefahren bin, da war keine mehr nachher. Verrückt. Also ziemlich, letztendlich eine Riesenreise mit unglaublich vielen Eindrücken, aber auch eine einsame Reise. Nein, aber das war gar nicht so schlecht. Oder ich fand das gut. Ich hätte Leute mitnehmen können unterwegs. Zum Beispiel, als ich in Paraguay war. Ja. Da habe ich aber gesagt, ich möchte alleine weiterfahren. Weil man geht ganz anders auf die Menschen dort zu. Man erlebt die Natur, man erlebt alles ganz anders. Hast du denn immer in Hotels geschlafen oder auch im Zelt? Nein, im Auto. Im Auto? Ach so. Ich habe nachher zum Beispiel im Amazonas, da im Dschungel, da, auf der Transamazonica, da war ich richtig gut ausgerüstet. Ich habe Ersatzreifen gehabt. Eine Hängematte, Notration Kekse, Cola. Und das Auto ist groß genug? Ja, ich kann die mir so ungefähr vorstellen. Da kann man hinten drin gut schlafen, ne? Alleine. Ja, man macht die Vordersitze, kann man ziemlich weit runter kriegen. Ja, ja. Und dann kann man sich hinten gut quer reinlegen. Das ist ganz gut. Und dann hast du dich selbst verköstigt mit Lebensmitteln und gekocht und Kaffee gemacht und so alles. Du hattest alles bei dir? Ja. Ja. Oder ich bin da so, wo die Trucks längst gefahren bin, dann bin ich da zum Essen gegangen, das fand ich, und hab mit denen gegessen. Es gab manchmal auch nur Reis, wie im Dschungelcamp und so. Oder manchmal gab es überhaupt nichts zu essen. Ja.
Und wenn du jetzt wieder runterfährst, was du gerade erzählt hast, welche Route planst du dann? Also ich würde gerne nach Bolivien reinfahren, weil das Land, das habe ich damals ausgelassen, weil da waren so Bürgerkriege. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, lass das lieber, man soll sein Glück nicht rausfordern. Mhm. Und die Atacama-Wüste hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da kann man von Bolivien, kann man da gut rüberfahren. Oder vielleicht da ins Amazonasgebiet nochmal, weil da gibt's noch eine Strecke, die bin ich nicht längst gefahren. Also es gibt noch eine ganze Menge anzugucken. Ja, so in der Walachei. Und ich glaube, in Bolivien, ich bin nicht ganz informiert, ist es ruhig jetzt, ne? Ruhiger. Ja, da kann man jetzt gut durchfahren. Ja, ja. Da ist kein Problem. Wie gesagt, Kolumbien, ich weiß nicht, da würde ich, glaube ich, nicht nochmal durchfahren. Wenn du diese Reise auch noch so dann hinter dir hast, gibt es noch einen großen Traum, vielleicht nach Asien oder Afrika irgendwie zu fahren? Russland, Mongolei? Dakar, die Rallye. Ah, würdest du mitfahren? Ach, sofort. Sofort. Aber da habe ich das Geld leider nicht. Und da muss man auch, die Wagen müssen entsprechend ausgerüstet sein. Und das wäre mein absoluter Traum. Fahr du erstmal nach Bolivien, das wird sicher auch eine tolle Reise. Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Das fand ich richtig interessant und ich höre immer sehr gerne solche Geschichten, weil ich von solchen Sachen auch sehr träume. Gut. Alles Gute, toi, toi, toi. Alles Gute, ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zum Thema Auto, ruft an oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Gero. Gero ist 32. Hallo Gero. Hallo Domian. Gero. Ja, Thema Auto. Ja, ein wichtiges Thema, das mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Aha. Vom 18. Geburtstag an habe ich immer gleich ein Auto gehabt. Aha. Und habe mich dann als Student krumm geschuftet, um immer so ein sportliches Auto haben zu können. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war es noch nicht so besonders sportlich. Es war ein Golf 2. Ja. Danach folgte dann der Opel Calibra, ein 16-Ventiler mit 136 PS. Schon ein bisschen besser? Ja, das war dann so als Student schon ein Highlight, was man sich eben noch gerade so leisten konnte im Laufe des Studiums. Du bist ja auch gerade mal erst 32. Wie viele Autos hast du in deinem Leben jetzt schon gehabt? Fünf Autos? Mhm. Und was ist das aktuelle Auto? Das aktuelle ist ein BMW 325D. Ja. Eine wirkliche Granate und zugleich Ausgleich auch für meinen stressigen Job, muss ich sagen. Was machst du vom Beruf? Ich bin vom Beruf Pfarrer. Ein Pfarrer? Ja, ganz genau. Also Geistlicher? Ja, ein Geistlicher, ein evangelischer Pfarrer. Das ist ja lustig, ein Geistlicher, der auf Autos abfährt. Ist auch eher ungewöhnlich. Das stimmt, ja. Für mich ist es wirklich Ausgleich. Dann fährst du mit deinem heißen Schlitten zu Beerdigungen und zu Taufen und machst Hausbesuche und sowas? Absolut, ja, natürlich, klar. Das ist auch dienstbar. Hast du eine Gemeinde? Ja, drei Stück sogar. Drei Gemeinden? Drei Dorfgemeinden. Dann denken die auch, das ist aber ein jacker Pfarrer, den wir da haben. Ja, das ist der Pfarrer mit dem blauen Blitz, heißt es manchmal. ist dieses Auto ein Cabrio? Nein, das ist eine Limousine. Ach so. Aber eben sozusagen ein Raubkätzchen im Gewande einer braven Hauskatze. Eigentlich solltet ihr als Geistliche doch die zurückhaltenden, die ruhigen, die meditativ orientierten Menschen sein und nicht irgendwelche Auto-Freaks und... Das ist doch das Bild des Geistlichen von vor einigen Jahren. Ich glaube, wir sind Menschen wie jeder andere auch und ja, wir haben auch Hobbys. So, als Fahrer verdient man ja auch nicht so gerade so schlecht, das heißt, das kannst du dir auch gut leisten. Naja, es ist nicht die Welt. Nein, es ist nicht die Welt, aber man soll nicht klagen. Nö, das kann man so sagen. Ja. Und da ich Single bin, kann ich es mir leisten. Sonst natürlich, wenn man jetzt Kinder hätte oder so, wäre das schwieriger. Aber jetzt ganz im Ernst. Wie reagieren so die normalen Gemeindemitglieder? Rümpft man da nicht doch ein bisschen die Nase? Wäre nicht so ein 0815-Auto besser für dich? Rümpfen die Leute die Nase? Ach, eher wenige. Es gibt es schon, ja. Aber die meisten verstehen das, dass es eben mein Hobby ist. Ich habe nun mal leider keine Familie und ich brauche einen Ausgleich. Wir haben manchmal recht stressige oder auch sehr belastende Dinge zu leisten. Ja, das ist, unserer Landeskirche. Ja. Ich hatte dir, glaube ich, schon mal vor einiger Zeit von unserer Notfallseelsorge hier im Nordwesten Hessens berichtet, dass wir also beispielsweise zu sehr schweren Unfällen auch gerufen werden, um Sterbende oder eingeklemmte, Schwerverletzte zu begleiten, oder dass wir zum Beispiel zu Familien gerufen werden, wo urplötzlich und unerwartet mit einem schweren Herzinfarkt beispielsweise der Familienvater gestorben ist, oder eben zu Menschen, die Selbstmord begehen wollen oder ähnlichen Geschichten. Und das sind dann Sachen, die
gerade wenn man dann alleinstehend ist und eben ja sozusagen in die vier Wände wiederkommt und einen niemand erwartet, dann also einen schon sehr belasten kann. Absolut, absolut. Und insofern ist das Auto dann für dich dann so ein schöner Ausgleich, wo du ein bisschen dann die Seele wieder frei kriegst. Ganz genau, Domian. Das ist so für mich ganz wichtig. Ich brauche das Auto auch als Dienstwagen. Ich fahre sicherlich so 25.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Einfach dadurch, dass ich mehrere Gemeinden habe. Ja. Und damit macht der Dienst eben noch ein bisschen mehr Spaß, als es sowieso schon macht. Verstehe, dann hat man immer so ein schönes, gutes Gefühl, sich dann in das Auto zu setzen. Genau. Da ist das eben nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern es macht auch Spaß. Genau, und wenn du dann eben so einen harten Teil deines Berufes gehabt hast, einen jungen Menschen beerdigt hast oder eben von so einem schweren Verkehrsunfall zurückgekommen bist, dann ist das irgendwo wieder Ausgleich. Du kannst abschalten, gibst Gas, mit 200 PS geht es dann auch schon ganz gut voran. Ja. Und ja, das ist für mich wichtig. Ich bin auch so ein Technikfreak. Der Wagen hat unglaublich viele Spielereien. Ach so, du kannst du auch selbst dran basteln? Das nicht, nein. Das nicht. Aber das darfst du heute auch gar nicht mehr bei den Autos. Die stecken ja so voller Elektronik. Stimmt, das sind laufende, fahrende Computer mittlerweile. Ja, ja. Hat also beispielsweise einen Fernlichtassistenten, der entgegenkommende Fahrzeuge abends registriert und automatisch von Fernlicht auf Abblendlicht drunter schaltet. Oh, oder auch schick. Hat auch nicht jeder. Wie bitte? Hat auch nicht jeder. Nee, ich weiß nicht, ob das noch ein BMW-Patent ist. Ich habe es noch von keiner anderen Marke gehört. Es ist echt sehr lustig und es sind so viele andere Sachen, die mich so als Technikfreak total begeistern. Was denn noch? Was begeistert dich denn an diesem Auto technisch noch sehr? Es sind so viele Sachen. Beispielsweise, wenn es anfängt zu dämmern, schaltet er automatisch das Licht ein. Wenn es anfängt zu regnen, fängt er automatisch an zu wischen oder hört wieder auf über die verschiedenen. Und da hast du so dein Späßchen dran, ne? Das ist Spaß. Es piept überall irgendwo, wenn du so einparkst, hat er vorne und hinten Park Distance Control. Das Radio wird automatisch lauter, wenn du schneller fährst und all solche. Aber das ist dann wieder der große Junge in dir, ne? Ja, natürlich. Das macht ihm einfach Spaß und es ist schön, dass man nach 10,5 Jahren Studium und Ausbildung sich das dann auch mal leisten kann. Hast du den Wagen ganz neu gekauft? Den habe ich geleased, weil geleased. So viel Geld verdienen wir dann auch nicht. Was kostet der im Monat als Leasingrate? So knapp 340 Euro. Lohnt sich das? Du hast es wahrscheinlich durchgerechnet. Lohnt sich das? Kannst du das als Dienstwagen irgendwie deklarieren auch? Und nein, also ich kriege von der Landeskirche lediglich Spritkosten und auch das nur für Fahrten außerhalb meiner Gemeinden, also wenn ich dann mal nach Kassel muss oder was so, auch. Ja. Weil mein Steuerberater hat mir mal erklärt, dass man als Privatmann, dass sich das gar nicht lohnt, das Leasen. Das ja, das teuer ist aber eher ein alter Hut. Also es ist tatsächlich so, dass es sich für Vielfahrer sehr lohnt. Ach, für Vielfahrer, okay, ja, das muss man dann unterscheiden, ja. Ich kann sagen, wenn ich 3 Jahre Fahramt hinter mir habe, habe ich 80.000 Kilometer auf der Uhr. Ja. Die ersten Reparaturen würden kommen, wenn es auch vielleicht nur Verschleißteile sind. Dann kann ich den Wagen wieder zurückgeben und kann letztlich ein neues Auto wieder investieren. Mir geht gerade sowas wie, der rasende Fahrer. Das, das wäre ja auch eine wunderbare Grundidee für eine Fernsehserie. Das wäre mal witzig. Du in deinem absolut scharfen Auto. Mit 250 Sachen so über, das fährt ja nicht locker so über die genau. Autobahn. Dann immer die ernsten Geschichten auch, die du erlebst und dann der Spaß dabei. Mann. Welche Farbe hat das Auto? Das nennt sich Montego Blau. Ist ein sehr toller Blauton, der so ein bisschen changiert, je nach Lichteinfall. Weißt du, was sehr lustig ist? Wenn Leute, die Autoliebhaber sind, wenn man die so fragt, nach so etwas, wie ich dich gerade gefragt habe, dann ist ein Strahlen in der Stimme, als würde irgendjemand von seiner neuen Liebe erzählen. Ja, das kommt dem schon sehr gleich fast zumindest. Das ist sehr lustig. Was ist denn der nächste Autotraum? Der nächste Autotraum, den habe ich mir sogar schon ausgeguckt. Da bin ich mir sicher, dass du dir... Wenn in 2 Jahren der Leasingvertrag abläuft, möchte ich den 335, der jetzt gerade vorgestellt worden ist, so die nächstgrößere Version auch von des 3er BMWs haben. Ja, der hat dann doch noch einige PS mehr, so knapp 300. Ja. Ist also so ein richtig rasanter Sportwagen dann auch. Ja, also du machst es eher lieber sportlich. Ja, ja. Also mit so einem Geländewagen könnte man dir nicht kommen. Och, weiß ich, wenn ich 30 Jahre älter bin und dann nicht mehr so gut in die flachen Autos reinkomme. Wie findest du denn den Audi, dieses fette Teil, diesen Audi Q, wie heißt Q7. Der Q7, genau. Wie findest du den? Nein, also ich finde, dass Audi überhaupt kein sportliches Image hat, diese ganzen Leute nicht verstehen, die heute Audi fahren und fast das gleiche bezahlen wie für ein 3er BMW. Würde ich nie machen. Also du bist schon BMW-Fan? Ja, also für mich strahlt BMW viel mehr Sportlichkeit aus. Wie wäre es denn mit einem Porsche?
Ja, wenn ich mir den leisten könnte. Der Pfarrer fährt Porsche, das wäre das Heißeste überhaupt. Ja, aber ich denke, mit meinen 1,90 Meter passe ich da auch nicht so richtig rein. Stimmt, das muss man auch bedenken. Ja. Ja, der BMW ist eben auch sehr bequem, das muss man dazu auch mal sagen, da sitzt du richtig gut drin. Und bist du in einer, du sagst, du hast keine Familie, hast du eine Partnerschaft zurzeit? Leider auch nicht, nein. Auch nicht. Ich bin leider Single, deswegen kann ich es mir wahrscheinlich auch leisten. Aber weil ich es gab bestimmt schon mal Partnerschaften in deinem Leben. Ja. Ja, und wie haben die Personen auf deinen Autotick so reagiert? Die Frau oder der Mann, ich weiß nicht, wie du orientiert bist. Ja, die Frau. Die Frau. Das war eigentlich eher gleichgültig. Also es war natürlich... Also mit der konntest du die Begeisterung dann nicht teilen? Ja, also es wurde so hingenommen. Also das war dann also eher so, naja. Also mit dir könnte man wunderbar den ganzen Abend über die Bibel diskutieren und über Autos. Ganz genau. Perfekt. Ja, also das ist kein Problem, da habe ich auch, glaube ich, Ahnung von nur mit dem selber Schrauben. Dafür habe ich dann meinen besten Freund, der aber dann beim Dreier nicht mehr ran darf, weil das steht heutzutage im Leasingvertrag. Ach so, ah ja. Du darfst nichts mehr selber machen. Also, sehr interessant, Gero. War sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, das kann und ich nur zurückgeben. Und auf, dass du immer gesund über die Straßen. Aber apropos Geschwindigkeit, wie stehst du zur Geschwindigkeitsbegrenzung? Ja, da muss ich mit dir schimpfen, das habe ich eben gehört. Also, da würdest du mir einen wesentlichen Teil meiner Lebensfreude nehmen mit dem 130. Der Herr Pfarrer ist für Rasen. Ja, also wenn ich in mein Urlaubsdomizil in der Nähe von Flensburg fahre und dann schaffe ich das so von hier aus die 550 Kilometer in 4,5 Stunden, dann ist das nicht im Schnitt mit 130. Das in dein Unox-Domizil? In dein Urlaubsdomizil. Ach, Urlaubsdomizil. Das ist so ein kleines Dörfchen namens Handewitt an der deutsch-dänischen Grenze. Ah, ja. Und das sind so ziemlich genau 550 Kilometer von hier. Ja. Und dann kann man so sagen, im Schnitt so 190 auf der Autobahn fahre ich dann schon. Das macht dann auch schon Spaß. Und dann ist schon die Anreise Vergnügen. Verstehe. Gero, danke für deinen Anruf und auf das alles immer gut geht. Alles Gute wünsche ich dir. Hier nochmal ein großes Kompliment. Ich finde, dass du deine Sendungen sehr gut machst und vor allem von hoher seelsorgerlicher Qualität. Das freut mich sehr, dass du es als Seelsorger, als Pfarrer sagst. Freut mich sehr. Vielen Dank. Gerade die gestrige Sendung, wo es um die kranken Kinder ging, das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Fand ich super toll, wie du da mit den Menschen umgegangen bist. Ich danke dir vielmals. Ja. Alles Gute. Schöne Nacht dir. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Sven begrüße ich herzlich. Sven ist 39. Ja, hallo Sven. Servus. Ja, auch ein Autofreak? Ja, Freak nicht direkt. Freak würde ich nicht sagen. Erzähl, weswegen rufst du zum Thema Auto an? Ja, also Freunde, ich sag erstmal, rast nicht so. Na, eure Beine sind kostbar, ich schwör's euch. Ich fahr zwar selber ein schnelles Auto, sitz im Rollstuhl, wie gesagt. Nee, hast du noch nicht gesagt. Nee, aber hast du mir noch nicht gesagt, meinen Mitarbeitern, ich weiß es nicht. Also, du sitzt im Rollstuhl. Ja, ich sitze seit 1993 im Rollstuhl. Durch einen Autounfall? Als Beifahrer. Ja, und war ein Freund von mir, wir kamen von der Arbeit und dann ging es also ab in der Linkskurve und dann gingen bei mir die Lichter aus. Mhm. War der Freund zu schnell gefahren? Aquaplaning und zu schnell eigentlich nicht, aber Aquaplaning steckst du nicht drin, ne? Ja, wobei, das ist ja auch immer von mit dann doch zu schnellem Fahren. Wenn man vorsichtig langsam fährt, gerät man ja gar nicht in Aquaplaning rein. Ja, da hast du wohl recht, ja, da hast du recht. Aber wie gesagt, ich bin selber nicht gefahren. Mhm. Und eigentlich, es hätte mir auch passieren können, der Unfall. Das hätte jedem passieren können, würde ich mal sagen. Das Dumme war eben halt, er war nicht versichert und das wusste keiner, ne? Mhm. Mhm. Welche Konsequenzen hatte das für dich, dass er nicht versichert war? Ich habe kein Geld von der Versicherung gekriegt. Ach du je. Und weil er hat die Versicherung wie gesagt nicht bezahlt. Wie, er war, das Auto war nicht versichert? Es war nicht versichert. Was ist denn das? Das ist es doch. Ja, was keiner von uns wusste, also von uns Bekannten von ihm, er war schon pleite komplett. Mhm. Und er war selber Versicherungskaufmann. Ach so. Fest angestellt. Ja. Und er hat seine Miete nicht bezahlt, die Telefonrechnung nicht bezahlt, gar nichts. Welche Verletzungen hast du davongetragen? Den dritten Brustwirbel hat es mir zertrümmert. Mhm. Das Genick, also den Dens, zweite Brustkörbel war oben. Mhm. Und seitdem bin ich querschnittgelähmt, ab der Brust ab. Ab der Brust ab? Ja. Mhm. Das heißt, Arme und so kannst du alles bewegen? Die Arme und Hände gehen noch. Ab Brust ist dann alles, ab Brust, alles tot. Feierabend. Seit 1993 hast du 93 war der Unfall und 15.93. Mhm. Heißt das, dass für dich Autofahren passé ist? Nee.
Du fährst Auto? Ich fahre Auto, ja. Das kann man ja auch für Behinderte umbauen, dass du mit den Händen alles machst. Ja, das kann man machen. Also ich habe so eine Art Joystick drin. Mhm. Mit rechts gebe ich also Gas und bremse auch gleichzeitig. Ja. Da ist so eine Kugel dran. Wenn ich die nach rechts drehe, gebe ich Gas. Ja. Und wenn ich diese Kugel, wo dieser Joystick dran ist, nach vorne drücke, bremse ich. Muss man sich wahrscheinlich auch erst sehr lange dran gewöhnen, ne? Bis man da so eine Routine hat. Es geht. Sagen wir es mal so, du stellst automatisch deine Beine auf die Hände um. Ja, ja, klar. Na? Klar. Also es ging relativ schnell. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre einen Porsche 911. Du fährst einen Porsche? Ja. Wow. Warum ein solches starkes, sportliches Auto? Ja, das war ganz komisch. Ich habe also wirklich über ein Jahr überlegt, ob ich es mache oder nicht. Mhm. Weil war ja finanziell auch ein wahnsinniger Batzen Geld. Hast du den neu gekauft? Nee. Den habe ich neu gekauft. Der ist neu gekauft. Wie viel hast du hingeblättert? 160.000. Boah. Bist du so reich? Nein. Wie geht das dann bitte? Ja, durch meinen alten Beruf, wie gesagt, konnte ich ein bisschen Geld zur Seite packen. Was war das für ein Beruf? Ich war klassischer Balletttänzer von Beruf. Ah, klassischer Balletttänzer. Das ist umso tragischer, ja, dieser Unfall. Das heißt, du hast deshalb deine Karriere abbrechen müssen? Ja. Wie weit warst du schon? Ich war fertig mit dem Studium. Ja. Und hatte gerade ein neues Engagement in Braunschweig gekriegt. Wo in? In Braunschweig am Start. In Braunschweig, ja. Davor war ich in Mannheim, davor in Hannover, davor in München und davor in Köln. Und hattest da schon dann sehr gut verdient und einiges zur Seite gelegt? Ja, ich hatte nicht schlecht verdient. Das glaube ich, ja. Aber dann, Eva, weiter über den Porsche jetzt reden, das musste dann für dich damals auch seelisch, abgesehen davon, dass es eine Katastrophe ist, wenn man querschnittsgelähmt ist und einen schweren Unfall hatte, aber dann eine doppelte Katastrophe gewesen sein, weil deine ganzen Träume kaputt waren. Ja, ich wusste ja, mit 30, spätestens 34 ist mein Beruf zu Ende. Mhm. Ich war damals 25. Mhm. Und für mich war das eben, na gut, ich war froh, dass ich das überlebt habe. Ne? Das war erstmal das. Ja, ja, sicher. Ja, ja, klar. Wenn du siehst, andere sind viel beschissener dran als einer selber. Natürlich, ne? Ja, ja, ja. Da gibt es kleine Kinder, die können überhaupt nichts. Die können nicht die Arme bewegen, gar nichts. Ja, ja, ja. Die sind spastisch gelähmt, die können nicht reden, nichts, gar nichts. Ja, ja. Also dagegen ist das, was ich habe, eine stinknormale Querschnittlähmung in Häkchen, ein Lacher. Ja. Also ist dieser Porsche dann auch ein Ausgleich für all das, was du sonst nicht so machen kannst? Das ist ein Ausgleich für mich, Freiheit. Ich bin auf keinen angewiesen. Ich muss nicht mit dem Arbeiter-Samariter-Bund irgendwie fahren, Termine machen, dann fragen, darf ich da und dahin? Fährst du mit? Müssen die dich wieder abholen und. Das ist ein Heidenaufwand. Glaube ich. Fährst du mit diesem Porsche schnell? Nein. Du hast ja gerade schon gesagt, am Anfang. Also ich könnte, wenn ich wollte, aber die Genugtuung, dass du es könntest, ja, reicht. Deswegen ja. Also unseren lieben Pfarrer vorhin hier mit 250 da über die Bahn kacheln, ist nicht so ganz lustig, ne? Finde ich. Also, ja, klar, wenn man so ein Schicksal erlebt hat, dann sieht man das alles ganz, ganz anders. Und wenn er Auto fahren will, soll er auf die Rennstrecke gehen, da kann er gerne drauf, gar kein Problem. Wenn er da abfliegt, ist er selber schuld und nimmt keinen anderen mit. Und auf die Technik kann er sich auch nicht mal verlassen. Hast du einen neuen Beruf dann gelernt? Ich habe in der Gastronomie, also ich habe Catering-Service gemacht, das Schaustellerei. Wollte eigentlich umschulen auf Goldschmied. War aber nicht möglich, weil ich zu starke Spastiken damals in den Beinen hatte. Und dann diese filigrane Arbeit machen, wäre dann somit nicht möglich. Achso, weil der ganze Körper dann zittert oder durchzuckt wird. Ja, zuckt dann ab und zu die Beine fingen an zu zucken. Aber das ist aber nur in den ersten Jahren so. Ja. Ja, und irgendwann kriegst du eine schlaffe Muskulatur und dann wackelt im Endeffekt nichts mehr. Und jetzt aktuell, was machst du jetzt beruflich? Ich mache immer noch Gastronomie. Ach so, und bin nebenbei noch Tischjockey. Ach so. Eben halt im Bier- und Festzelten, Diskotheken. Und damit verdiene ich also noch ein bisschen meine Brötchen. Zwar nicht viel, aber es reicht. Ja, und dieses Auto, wenn du sorgsam mit dem umgehst, kannst du das ja auch sehr lange fahren. Ich habe den jetzt seit 1997. Ja. Habe noch nichts dran gehabt. Bist zufrieden damit? Vollkommen. Ist es ein Cabrio? Nee. Cabrios fahren mag ich nicht. Ja. Ist mir irgendwo zu schickimickihaft das ist nicht so mein Ding. Ich finde das im Sommer ja sehr schick und sehr toll. Bei heißen Sommerabenden im offenen Auto rumfahren. Ja gut, tagsüber ist es zu heiß, dann brennt dir die Mütze oben weg. Stimmt auch wieder. Die Fliegen in der Fresse. Ja. Ja, Sven, meine Sendung ist gleich rum. Ja. Schön, dass wir auch noch haben reden können. Nee, super, Mensch, danke. Und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch, Domian. Und vielen auch Dank, immer gute Fahrt. Kein Problem, wir sehen. Tschüss. Jo, tschüss. So, Freunde, das war's für heute, unsere Sendung Auto und Autogeschichten. In der Technik war Thomas Widdig. Morgen sind wir
auch da. Das ist dann die letzte Sendung vor unserer kurzen Osterpause. Morgen wieder eine freie Themennacht. Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. 1 Uhr starten wir. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.